Wir sind heute in Bad Dürkheim in der Pfalz. Hier in diesem wunderschönen Park eröffnet heute das Café Pompös von Harald Glöckler. Graziös schreiten wir durch den Park. Deliziös. Minutiös ist das Entree geplant. Die Kameraleute gehen auf die Knie, der Prinz kommt. Herr Glöckler muss zunächst noch ein paar Fotografen auf Seite räumen, dann können wir das Band durchschneiden. Wollen wir zählen? 1, 2, 3 und dann 4. 1, 2, 3, ne? Ich kann nicht mehr bleiben. 1, 2, 3. Ja,
In der Zwischenzeit bauen wir uns im Innenraum zum Interview auf. Leider im Innenraum, ein Fehler, wie sich herausstellt, denn es ist zu heiß. Wir müssen also improvisieren, gehen nach draußen und ich muss die Kamera mit meiner Hand halten. Leider ist mein Arm nicht lang genug. Für Herrn Glöckler und mich ist das kein Problem. Jedoch, Sie werden gleich sehen, der Haarschopf, der sich ab und zu ins Bild schiebt, unten rechts, das ist die Kollegin. So sehen wir doch super aus. Alles klar. Herr Glöckler, erstmal Glückwunsch zur tollen Location hier und zu diesem wunderschönen Fest, das wir heute Abend feiern. Erzählen Sie kurz, warum ein Café Pompös? Warum hat das die Welt noch gebraucht? Warum nicht? Ich meine, der Name Pompös passt ja wunderbar zu einem Café. Und Kaffee trinken war früher immer pompös. Wenn ich an die Wiener Cafés denke, da hatte man Kronleuchter, da hatte man diese tollen Wiener Kellner. Und heute sitzt man so irgendwo beim Bäcker um die Ecke an einem schmucklosen Tisch und Coffee to go und alles. Und ich finde, das verträgt wirklich wieder so ein Café, wo man sitzen kann. Eigentlich kann man im Café, wenn es schön ist, schick ist, den ganzen Tag verbringen. Ja? Und ein bisschen lesen und chillen. Und hier ist ja sehr schön. Deshalb ist es ja fast wie ein 5-Sterne-Luxus-Resort hier. Und deshalb dachte ich, passt ganz gut hierher. Und ich finde, Bad Dürkheim ist eine tolle Stadt, aber bislang mit Glamour jetzt nicht überstrahlt. Und deshalb dachte ich, kann man das schon noch mal ein bisschen toppen. Den Glamour-Faktor ein bisschen toppen, ja. Wie oft hat man denn das Vergnügen, Sie anzutreffen? Das ist so eine Frage, das weiß man nie. Ja. Aber das ist immer mal möglich. Also einfach immer mal vorbeikommen. Ich denke, dass ich schon öfter mal da bin. Aber das steigert ja auch den Reiz, wenn man nicht genau weiß, wann. Wie oft stehen Sie selber am Herd und backen und entwerfen? Oft. Ich koche jeden Tag. Backen jetzt nicht so. Wenn man so viel abgenommen an die Figur halten will, dann ist Backen nicht ganz oben auf der Liste. Also nicht so ganz Backen ganz oben. Schon, essen dann vielleicht. Nee, das auch nicht. Also ja. Aber kochen jeden Tag, ja. Wie haben Sie hier die Speisekarte zusammengestellt? Sind das Ihre Lieblingskuchen? Naja, das haben schon auch die Partner mit und ich, aber ich habe natürlich schon auch Empfehlungen gegeben, ja. Und es ist ja eine Karte, die für jeden etwas birgt. Also wir haben zum einen das Frühstück, wir haben tolle Kuchen, wir haben auch vegane Kuchen, auch vegane Speisen. Hafermilch natürlich, da ich ja auch kein Fleisch esse mehr und auch immer Hafer- und Mandelmilch trinke. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist auf Eier verzichten. Also ich glaube, den frei laufenden Hühner beim Bauern, denen es gut geht, dann trotzdem immer noch die Eier weg. Aber Sie haben gesagt, es sei soweit auch okay. Wenn es Ihnen gut geht und Sie gut gehalten werden, dann darf man ab und zu mal ein Ei haben, wenn man nicht alle wegnimmt. Für Herrn Glöckler geben Sie eins her. Ja, okay, dann ganz herzlichen Dankeschön. Dank. Dankeschön, vielen dann, Dank. Schönen Abend Ihnen auch. Ja, danke fürs Kommen. Dankeschön. Ja, danke. Dank. Jetzt erstmal ein Säckchen. Dann muss Herr Glöckler nur noch ein paar Torten in die Kameras halten und der Abend ist quasi gegessen. So. Also wir sind jetzt auf der Heimfahrt von unserem Termin beim Herrn Glöckler. Und wir stellen uns jetzt die Frage aller Fragen. Warum haben wir die Fragen nicht gefragt, die wir fragen wollten? Ja, wir hatten tatsächlich noch Fragen, das hat nicht gepasst, das hätten wir nicht fragen können. Sag mal, was zum Beispiel, schminken Sie sich eigentlich ab abends? Und wie lange dauert das? Ja, oder wonach duften Sie eigentlich? Ist das, was hast du gesagt? Barock oder 4711? Oder eine Mischung aus beiden? Wobei wir nicht wussten, wie Barock riecht. Aber was ist das für ein Parfum? Also wenn ich irgendwie mir vorstellen müsste, wie Barock riechen könnte, dann würde ich mir das so vorstellen. Ja. Also so eine Mischung aus Motten und 4711. Ach, bitte Motte. Doch, ein bisschen mottig. Frau Götz. Ein bisschen mottig hat das schon. Also ich hätte das können wir nicht sagen. Ja. Aber alles sehr pompös da, sogar der Klö. Der Klö, der war der Wahnsinn. Das war wirklich, ich muss sagen, also es war durch und durch spannend. Und, ja, und wir werden versuchen, das nächste Mal die Fragen noch anzubringen, aber es hat nicht gepasst. Es waren zu viele Zuschauer und das wäre zu peinlich. Es war ja schon peinlich, als mit unserem Kuchen raus. Das musst du jetzt nicht erzählen. Wie sie,
Wir haben nur ein Stück Kuchen mitgenommen und gefragt. Wir haben gefragt, ob das in Ordnung ist. Wir haben gefragt, dürfen wir, können wir ein Stück Kuchen mitnehmen? Und es wurde uns ganz nett eingepackt. Und als wir rausgekommen sind, sind wir sofort in die Kameras reingelaufen, in die Meute der Kollegen reingelaufen. Und wir sind auf sehr vielen Fotos drauf zu sehen. Gott sei Dank habe ich noch die Flasche Moët mitgenommen. Was hast du mitgenommen? Die Flasche Moët. Psst. Gott sei Dank. Entschuldigung. War nur ein Spaß. Huch, wie kam jetzt dieser Clip hier rein? Das hat nun wirklich überhaupt nicht dazu gehört. Skandalös, wirklich. Wir versprechen Ihnen, ab sofort und in Zukunft sind wir wieder seriös. Adieu mit zwei Ö.